Wer wollte ich den Arsch verbrennen? Warte mal, Moment. Mal eben kurz gucken. Ah, hier müssen wir lang. Schauen wir uns noch mal eben ein wenig um. Nicht, dass wir irgendwas vergessen. Okay. Und zack. Schock ihn. Ja, machen wir gleich mal wieder den Schocker ausprobieren. Bis jetzt läuft ja alles relativ cremig. Kein Alien mehr. Bindemittel und Ladungspack. Was können wir denn herstellen? Oh, eine EMP-Mine. Sehr schön. Da haben wir wieder eine EMP-Mine. Und, ich spiele zwar auch gerne, aber zum Geburtstag könnte ich mir was Schöneres vorstellen. Ich feiere ja auch. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe ja vor, auch schon etwas größer zu feiern. 30-Jähriges sollte man ja feiern. Runden, schönen runden Geburtstag. Oh mein Gott. Da müssen wir lang. Wir gehen aber hier mal eben kurz gucken. Was haben wir hier? Before I sprint. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Adam und Eva. Also glaube ich zumindest. Sind auch nackt, würde ich mal behaupten. So, wake up. Wake up from Hypersleeps with Nutrients. Okay. So. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Auch an alle. Ja, Nachti. Was Nachti? Eine Torte? Fragezeichen. Eine Riesentorte? Nacht muss arbeiten. Ja, Ben, mach's gut, schlaf gut. Schön, dass du da gewesen bist. Schalte wieder ein. Die Let's Play Live Show, wie gesagt, morgen Abend 20 Uhr. Und jeden Freitag, jeden Samstag 20 Uhr Let's Play Live Show. Vielleicht auch Sonntag. Mal schauen. Und wie gesagt, YouTube-Channel einfach Werbung reinschreiben. Dann seht ihr den. So. Was ist dein Plan? Hey Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen könnten. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt Pech. Du hörst noch von Margaret und den Kindern. Du hörst noch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Gillian. Sicherheitsrisiko. Blinz, wir müssen dieses... Wir müssen diesen automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie die Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. An alle Einwohner der Sevastopol, die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrung und Medikamentenvorräte. Die Flugbahnnäherung des Versorgungsschiffes hat keine Auswirkung auf Ihre Lebensqualität. Sollten die Vorräte dennoch zur Neige gehen, kann es zur Rationalisierung kommen. Ortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten des Hegen Sicherheitsdienst, der in Zusammenarbeit mit den Colonial Marshals Nachforschung anstellen wird.
Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne bei dem nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Siegens Credit oder Kreditdienst. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Okay. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Ich kann nicht hier bleiben. Also ging es ganz schön bergab der Sevastopol-Station in einer Zeit. Da müssen wir lang. Hier gehe ich erstmal lang. Aber hier waren wir doch schon, oder? Ja, Tatsache. Hier waren wir schon. Okay. Holla! Chris Winla. Chris Winla. Ich brenne hier Bier im Wald. Okay. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hau ab. Hau ab. Geh bloß weg, du Scheiß. Geh. Alter, im Leben nicht. Du kannst mich mal. Geh bloß weg. Ja. Schön. Schön auf tot stellen. Hier oben. Hier. Hier. Schön auf tot stellen. Das wüsste ich aber. Da kannst du mal schön vergessen. Zweimal hat es funktioniert, aber kein drittes Mal. Genau, kein drittes Mal. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Hoffentlich hast du noch genug Trinkbares. Ich hab noch jede Menge Trinkbares. Zwei Kisten Becks Gold habe ich noch. Oh, wie spannend. Da ich einen Speicherpunkt. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wieder am Start. Huhu, yeah, geil. Wieder am Start, wo wir mal gewesen sind. So, beschlagnahmt. Woche vom 11.11.2137. Malo H. Munition und Waffen diverse. Malo H. LVL 3 Plasmaschere unbefugt. Malo H. Flugschreiber Eigentum von WY USS Nostromo. Malo H. Uhr. Brief. Brieftasche, persönliche Gegenstände, Maloha, vermutlich geschmuddelte Medikamente, Pharmax, Napolive, kein Zollstempel. Okay. Huch, nee, ich wollte doch noch weiterlesen. Hallo? Fehler? Wait, Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den Sie mir gegeben haben, und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Ja, genau. Und mit den schönen Worten machen wir eine kleine Pause. Hallo aus Köln, ich grüße dich. Schöne Grüße nach Köln aus dem schönen Bottrop. Und wir machen eine kleine, klitzekleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Pipi- und Pupu-Pause, Raucherpause, Chipsholpause, Trinkholpause. Ich werde mir einen schönen Käppen morgen mit Cola jetzt holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach einer klitzekleinen Pause. Also bis gleich. So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Prost erstmal. Lecker. Morgen Cola. Es kann ja heiter werden. So,
Wir haben ja alles soweit eigentlich gelesen. Ich werde mal eben speichern auf die Schnelle. Ich hoffe, wir kommen dahin. Aber erstmal ihn durchsuchen. Sehr schön. Was? Was? Puh. Was? Ich glaube, der Stream ist kaputt. Nun bin ich am Laden. Wir müssen hier lang. Da werde ich aber noch nicht lang gehen, sondern ich werde mich noch mal ein wenig umsehen. Weil hier waren einige Räume, wo wir damals nicht lang gehen durften. Hier haben wir den Flammenwerfer gekriegt am Anfang. Sehr schön. So. Was haben wir hier? Taschenlampenbatterie. Ist immer gut. Mal aufladen. So. Ah, hier war der Typ drin, der gefangen war. Ganz am Anfang des Spiels. Was haben wir hier? Oh, jetzt kommen wir hier auch rein. Ah ne, hier waren wir ja, ne? Stimmt ja. Sieht schon toll aus, muss ich ja mal sagen. Sieht ein bisschen aus wie bei Watch Dogs. Ein wenig. So, von da kamen wir. Da unten ist ein Schacht. Von wo? Wir kamen noch von dem Schacht, ne? Genau, wir kamen von dem Schacht raus. So, haben wir hier alles nachgeguckt? Ja, haben wir. So. Also geht's weiter und Gott sei Dank, Mann, haben wir eine Pumpgun. Ja? Waren wir hier schon gewesen? Nein, waren wir noch nicht. Also gehen wir hier mal gucken. Schauen wir mal. Hier haben wir noch ein Terminal, wo wir drauf zugreifen können. So, erste Falle beseitigt. Wait, eine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper im Habitat-Turm ausgelöst. Ich höre Berichte über Schaden an den Docks im Raumfahrtterminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristobal herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden Sie einen Weg in den Transit zum SIGMET-Turm? Hoffentlich sind die Sigens, ah nee, die Sensoren in der Rezeption der Krankenstation noch online. Haftnotiz 13.11.2137 Zelle 2 Marlow Henry. Verbrechen? Status unbefriedigtes. Was? Unbefristete Inhaftierung. 18.11.2137 Zelle 1. Tanker Mike. Verbrechen 342. Trunkenheit. Status Ausnüchterung in der Zelle über Nacht. Mit Verwarnung entlassen. 2.12.2137 Zelle 3. Webster Robert, Verbrechen 343, häuslicher Zwischenfall, Status entlassen wegen stationsweiten Sicherheitsverstoß. Okay. Ja, gute Nacht, Hardstyler. Nacht, ihr Lieben. Hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag, Let's Play Live Show, RW 2209 WE. Mach's gut. Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr, Let's Play Live Show einschalten. Vielleicht bist du morgen auch wieder dabei. Und vorbeischauen auf Reflex GR. Lee Golf, ich grüße dich. Rips, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels. Warum? Er sollte für Waits of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein. Mach's gut, Sie sind nicht Hardstyler. hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hier bleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. So. Jetzt haben wir 0 Uhr. Und alles, was jetzt kommt, hat Überlänge der Let's Play Live Show. Wie gesagt, normalerweise 12 Uhr ist vorbei. Aber heute geht es ein bisschen länger, wie immer. Wegen Alien. So, dann schauen wir mal. Nehmen Sie den Transit zum Smeet-Turm. Da müssen wir lang. Sieht ja vielversprechend aus.
Ich war schon mal bei deiner letzten Aufnahme dabei. Ach so, hi, ja, schön, dass du da bist wieder. Willkommen zurück. Es geht weiter. Wir sind immer noch dabei hier bei Alien Isolation. Ich bin immer noch nicht durch. Also ein tolles Spiel. Immer noch. Und wow, sieht das geil aus. Schön, dass du aber auch dabei bist bei der Let's Play Live Show. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich natürlich. Einfach Werbung schreiben und mein YouTube-Channel erscheint und auch wann die Let's Play Live Show immer streamt. Was? Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wie er mal tanzt. Oh, da sollten wir uns ein wenig beeilen, bevor er wieder wach wird, der Typ. Alter, geh doch weg! Du Scheiß! Oh! Der nervt. Der Typ nervt. Ja. Du wirst mich einfangen, du wirst gar nichts. Du wirst scheiße, bist du. Scheiße bist du. Mein Gott, hier. Guck mal hier, was ich für dich habe. Guck mal. Geh weg. Ja, ich habe für dich auch ein Problem. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Warum geht das nicht? Oh, zwei. Oh, zwei, zwei, zwei. Da sind zwei. Geh weg. Bitburger Bier. Gott sei Dank ist das Alien nicht hier. Wo müssen wir denn hin? Ah, wir sind wieder hier an der Station. Transit rufen. Oh, oh, geh weg, 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 geh weg. Oh, geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg. Geh doch weg. Speichern wäre cool. Speichern wir mal. Eins, zwei, drei. Oh, Gott sei Dank. Oh, bleibt der Transit. Ja, Shaunator. Mach's gut. Wie gesagt, schön, dass du da gewesen bist. Wow. Obwohl 0 Uhr ist immer eine coole Zeit zum Beenden, denn man merkt's. Alle verschwinden dann soweit. Oh. Puh. Japan! Verprügeln? Bist mal gestorben? Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon oft gestorben. Definitiv. Jede Menge. Jetzt habe ich gerade da gespeichert. Ich bin mal gespannt, wo der nächste Speicherpunkt dann ist. Prost zusammen. War definitiv knapp, auf jeden Fall. So, wie gesagt, alles, was jetzt kommt, ist alles Überlänge der Let's Play Live Show. Ich habe mich übrigens angemeldet für eine Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. Für mein YouTube-Channel. Für ein huch. Okay, war ein Fehler. Für eine Allianz. Ja, die YouTube-Channels so ein bisschen aufpushen, alles. Mal gucken, ob ich da Hören Sie mich? Ja. Hilfe bekomme. Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von ich glaube, ich brauche ein Glas Schnaps. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Finden Sie Samuels in Cygen Cynetics. Ja, vielen Dank für die Werbung. Ja.
Ich würde sagen, nehmen Sie den Aufzug zu Cygnus Cynetics. Ich würde sagen, diese ganzen Missionsziele und wie es hier weitergeht, seht ihr morgen. Denn ich glaube, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um jetzt aufzuhören. Denn wir haben jetzt circa 4 Stunden, ihr seht es unten, 4 Stunden und 12 Minuten, gleich 13 Minuten gestreamt. Und ja, wie es hier weitergeht, spannend, dürft ihr nicht verpassen. Morgen um 20 Uhr einschalten, Let's Play Live Show. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Und vielleicht schaffen wir es ja morgen, Alien durchzuspielen. Und vielleicht sehen wir auch dann morgen erst einmal den Überlebensmodus, wenn wir es morgen schaffen. Ich weiß ja nicht, wie weit wir sind. Ich habe momentan immer noch nicht dieses Gefühl, wie weit wir in diesem Spiel sind. Ja. Ich habe immer noch. Ich weiß nicht, es ist, bei manchen Spielen gibt es ja wirklich so diesen Punkt, wo du sagst, ja, jetzt ist Finale, jetzt stehen wir kurz vor Ende, aber hier in diesem Spiel weiß ich es immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Ja, also schauen wir mal. Was ist eigentlich dein längstes Projekt? Mein längstes wahrscheinlich, ne? Mein längstes Projekt, oder? Denke ich mal. Mein längstes Projekt, ich glaube, Minecraft wird's werden auf YouTube. Vielen, vielen Dank an alle, die da gewesen sind. Vielen, vielen Dank, die alle, die jetzt da sind. Ja, die immer noch da sind. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Wie gesagt, morgen 20 Uhr einschalten. Let's Play Live Show geht morgen weiter an dieser Stelle, wo wir heute aufgehört haben. Da spielen wir Alien Isolation natürlich weiter. Und wenn wir durchgespielt haben, wenn wir es morgen schaffen sollten, spielen wir natürlich, ich kann es mal kurz zeigen, hier diesen über, wir werden natürlich hier Besatzung ersetzbar und letzter Überlebende spielen. Und dann im Anschluss, falls wir das schaffen, dann den Überlebensmodus. Und dann sehen wir uns natürlich dann wieder morgen Abend 20 Uhr einschalten, Let's Play Live Show und mich besuchen. Reflex GER, mein YouTube-Channel. Ich würde mich freuen über einen Like, über einen Daumen hoch. Folgt mir auf Twitch und wünsche euch jetzt noch eine angenehme Nacht. Und wir sehen uns dann Samstagabend, heute Abend wieder um 20 Uhr. Wir haben es ja schon Samstag. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Also, macht's gut. Tschüss.